So, mein Schatz, wir sind angekommen. Mehr als das. Boah, die Leute haben sich richtig, richtig Mühe gegeben. Ja. Aber das hier ist mein Favorite. Ist das niedlich bestimmt? Zeig mal. Oh. Ja. Oh. Das hier und dann das am Spiegel. Happy Birthday. Okay. Schau mal hier. Liebe hält Händchen und geht durch das Paradies. Ach, ist das süß. Wenn wir mal weiter gucken. So. Hier ist auch noch mal was am Fenster. Richtig, richtig nice. Ihre Musik ist eine Inspiration. Vielen Dank dafür. Hier ist noch mal Happy Birthday. Mega. Boah. Boah. Überraschung? Wunderschön. Gut, ne? Oh, wir hatten so einen schönen Tag am Pool. Ganz entspannt. Zu Hause läuft auch alles ohne uns. Klar, die Jungs gehen in Mädchenschuhen raus, die Mädels sitzen in Pyjama im Restaurant, aber das ist alles halb so wild, finde ich. Mein Mann hat mich jetzt hier ein bisschen geparkt, weil er gesagt hat, er muss noch was erledigen. Ich glaube, der hat eine kleine Überraschung für mich gleich. Ich liebe ja Überraschungen. Ich bin so nervös und aufgeregt, wie so ein kleines Kind irgendwie. Er gibt sich da immer ganz große Mühe. Ich bin gespannt. Ich würde ihm am liebsten hergehen, weil ich neugierig bin. Aber ich werde jetzt eine kleine Runde am Strand drehen. Ganz andere Luft hier in Abu Dhabi, oder? Schön windig. Die Natur vermisst. Was ist los? Unterwegs. Ich muss noch ein paar Sachen vorbereiten, aber das wirst du ja gleich sehen. Los geht's. Wohin werde ich entführt? Das ist eine Überraschung. Wüsste ich nicht, dass ich verheiratet wäre, würde ich denken, ich würde jetzt einen Antrag bekommen. Ich bin aufgeregt. So, ein Herz am Strand. Eine Herzdame zur Ein schöner Linken. Tisch. Eine noch schönere Frau. Ein langer roter Teppich mit Rosenblättern. Freust du dich? Mega, kleiner Romantiker. Ja, du weißt, zu deinem Geburtstag. Letztes Jahr warst du im Krankenhaus. Ja, ganz alleine. Mit Drilling. Wegen Corona-Maßnahmen. An der Backe. Da weiß jetzt, ich noch, bloß die Tür zugemacht. Ich habe Sorgen, fang zu heulen, weißt du das noch? Ja, und jetzt holen wir das nach. Ja. Schönen Abend wünsche ich dir. Ich dir auch. Geburtstagsansprache. So, mein Schatz. Verraten? Jetzt, können wir ja mal das Geheimnis lüften. Gib mir mal deine Hand. Also wir waren hier in diesem wunderschönen Hotel in Abu Dhabi und natürlich habe ich dich hierher gelockt aufgrund deines Geburtstages vom Wochenende. Aber der eigentliche Clou heute Abend war, dass ich dir einen Antrag gemacht habe, weil wir gesagt haben, nach 10 Jahren werden wir nochmal heiraten. Und ein 10-Jähriges ist aber sowas von ins Wasser gefallen in Berlin, da die Babys Corona hatten und wir völlig am Ende waren. Und da habe ich mir gedacht, so viel schade, dann eben zum 15. oder 20. Aber jetzt machen wir es. Und was hast du gesagt? Hast du ja gesagt? Na, aber hallo. Also heiraten wir nochmal? Ja. Schöner Ring, gefällt mir. Hast du dir verdient. Wunderschön. Herzlichen Glückwunsch. Danke, mein Schatz. Ich liebe dich. So, das Leben hat uns wieder. Wir sind zurück aus unserem wunderschönen Resort direkt in die Dubai Mall. Mein Ring umtauschen, da bei Tiffany's, da meine Wurstfinger zu dick sind. Ja, jetzt gehen wir gleich das Geschenk, die Geschenke der Zwillinge kaufen, weil Jibi und Laila am Wochenende Geburtstag haben. Bei uns jagt ein Event das nächste. Mami zu Hause, Leonora, zwei coole Zöpfe, zeig mal her. Amaya, du freche Nudel. Alle happy. Guten Morgen, wir haben unseren Morgenspaziergang. Sag mal hallo. Wir gehen jetzt Croissants kaufen für Papa und den großen Bruder. Ein bisschen Frühstück machen. Ich kann mein Glück nicht fassen. Alle 4 Großen sind das erste Mal in der Schule seit Wochen. Yay! Wenn ich die 3 so von oben sehe, diese ganzen Beinchen und Ärmchen, kann ich es immer noch nicht fassen. Pizzi, wo ist die Katze? Na, wo ist die Katze? Oh, bei. Schaut mal bitte, wie schön das ist, wenn man hier morgens in unserer Nachbarschaft spazieren geht. Das ist einfach traumhaft. Ja, die Kinder kommen jetzt aus der Schule. Die haben freitags immer früher Schluss. Danach haben wir einen 3-stündigen Zahnarzttermin zur Zahnreinigung und Zahnversiegelung. Und
Ich bereue jetzt schon mein Leben, dass ich das gemacht habe, dass ich gesagt habe, alle kommen gleichzeitig und also alle hintereinander. Ja, und jetzt ist mein Mann auch noch krank geworden. Also ich muss da alleine hingehen. Ja, und dann muss ich auch noch Geschenke für Jibi und Laila besorgen, weil eigentlich wollte Jibi eine Schildkröte haben. Hannis und ich haben uns gestern intensiv damit auseinandergesetzt, waren beim Zoohändler und haben dann entschlossen, dass das nicht das richtige Haustier ist. Und bevor man sich irgendwie wieder ein Tier anschafft, und dann ist es das nicht. Also muss ich nochmal los ein Geschenk kaufen. Action! Und dann kriege ich einen Besuch aus Deutschland. Ich freue mich. Hallo allen, einen schönen Sonntag. Wir sind ein bisschen auf dem Spielplatz. Die Alia ist auf dem Geburtstag. Die Jungs waren heute Morgen auf dem Geburtstag. Das heißt viel Fahrerei heute. Naima hat Spaß. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Schande über mich. Laila ruft von hinten. Es ist Leonora, nicht Naima. Wir sind lange spazieren gegangen. Und jetzt wurde gegessen. Jetzt machen wir Buddy Buddy mit ein. Uiuiui, Naimchen. Neues Spielzeug, die Rutsche. Heute Morgen haben die sich so gestritten um die Rutsche. Unfassbar. Nicht streiten, wer zuerst rutscht. Guten Morgen, meine Lieben. Wir machen unseren Morgenspaziergang und gehen Brötchen holen. Ja, ich weiß, bei Maya. Gerade hat Amaya Naima so krass in den Finger gebissen, dass ich dachte, die wurde von was gestochen, bis ich den Abdruck gesehen habe. Das macht man nicht. High five. High five. Ja, wir machen unseren Morgenspaziergang. Die Sonne scheint. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Wir hatten ein schönes Wochenende. Ist nichts Besonderes, aber so langsam kommen wir hier zur Ruhe. Nach dem ganzen Umzugsstress habe ich das Gefühl, fangen wir jetzt gerade an, nach 3 Monaten so einen normalen Rhythmus zu finden und auch mal einen entspannten Sonntag zu haben. Ja, Mädels, mal sag mal hallo. Ich warte, dass mein Mann mich abholt. Er hatte nämlich einen geheimen Termin alleine. Da durfte ich bei sein, also habe ich gewartet. Und die Nägel habe ich jetzt gerade machen lassen. Alarm schrieb, oh ja, fürchterlich, würde ich auch ändern. Nein, das ist das, was ich jetzt wollte. Die anderen waren weiß mit einem schwarzen Herz und es sah aus wie ein Vogelschiss. Das ging gar nicht. Wir waren auf dem Weihnachtsfest der Kinder von der Schule. Jetzt sind wir essen. Eine Mickey Maus, eine kleine Minnie Maus, noch eine Minnie Maus, Amayu, Amaya, guten Morgen, keine Lust, die schläft noch, hallo, und noch eine kleine Mickey Maus, Leo. Irgendwie habe ich Kopfschmerzen, ich war bis 3 Uhr wach, also auch wenn es nur 3 Stunden sind, mit Deutschland hat man irgendwie so ein Jetlag. Und ich muss dazu sagen, ich habe voller Schock bemerkt, gestern war erster Advent und wir waren auch auf der Weihnachtsfeier der Schule, aber irgendwie stellt sich bei mir 0,0 in die Weihnachtsstimmung ein und das ist richtig schade, so gar nicht, es liegt am Wetter, obwohl hier eigentlich alles dekoriert ist, aber ich habe das Gefühl, als wenn Hochsommer ist, August oder so, gar kein Jahreszeitengefühl mehr, das ist in der Tat gewöhnungsbedürftig hier und ein bisschen schade. Morgen, wir sind zurück, wir machen unseren Spaziergang, das ist so schön, das hat mir gefehlt, ich bin noch in meinem Schlafanzug, keine Zeit zum Anziehen, kennt ihr doch bestimmt mit den Kindern morgens, die wollten nämlich raus, sagt mal guten Morgen, Hatschi, ui, die Sonne kitzelt, genau, sie wurden unruhig, wollten schon raus, die Großen sind in der Schule und voller Schrecken, habe ich gestern bemerkt, dass ab nächste Woche einfach fast 4 Wochen Ferien sind, juhu. Man muss den ganzen Tag mit Leonora laufen. Die will durchs Haus laufen, richtig? Ja. Laila hat die perfekte Größe. Und jetzt guck mal, was passiert, wenn man aufhört. Okay, Laila, mach weiter. Sag danke, Laili. Patsch, 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 patsch. Die sind anstrengend, Laila, im Moment, ne?